Hi Leute, willkommen zurück hier auf meinem Kanal von Big Rimbo. Ja, wir haben hier schon im Hintergrund ein neues Spiel auf der Liste. Viele von euch kennen das vielleicht schon, haben das schon gezockt, einige kennen es nicht. Für mich war das ein Grund, dieses neue Spiel hier auszusuchen, weil ich das eine schon mal auf der Xbox gespielt habe, den fünften Teil. Genau, also wahrscheinlich sagt euch das schon was. Das Leon S. Kennedy. Nach tagelanger Funkstille in seiner neuen Stelle in Raccoon City fährt Leon S. Kennedy hin, um nachzusehen. Das kann ich jetzt gerade hier nicht lesen. Nachzusehen. Er ahnt nichts von dem Albtraum, das ihn erwartet. Leons Kampagne spielen. Ja, oder Claires Kampagne spielen. Also, es ist auf jeden Fall irgendein Spiel, wo ich das Gefühl habe, das macht mir eine Menge Spaß. Und das werden wir jetzt halt mal sehen, ob das auch gut ankommt und ob das auch jetzt so euer Ding ist. Und könnt euch das auch mal anschauen. Ja, es wird bestimmt gut. Ja, was ist es? Es ist Resident Evil, der zweite Teil, Remastered Version. Und ich habe mir gedacht, das ist so ein Klassiker, den muss man einfach nochmal zocken, weil ich ihn nicht kannte. Ja, dann schauen wir mal, was uns da erwartet. Und ich bin schon total gespannt auf diesen Horrorkram. Bestimmt irgendwas Gutes. So, wir legen direkt los. Und seid gespannt, Leute. Guck mal, was wir jetzt hier noch machen müssen. Okay. Ja, ihr könnt City, eine Industriestadt im Herzen Amerikas. Oh, ein bisschen zu schnell überlesen. Nein, Mann, im Ernst, okay? Ich hab's mit eigenen Augen gesehen. Oh, ich glaub dir, Kumpel. Ich glaub dir. Erzähl uns die Geschichte. Erzähl sie. Okay, es war Freitagnacht. Ich ging von der Bar nach Hause. Da kam diese Frau auf mich zu. Sie torkelte, weißt du? Dachte mir also, sie ist betrunken. Wow. Wow, okay. Sag uns und sei ehrlich, wie viele Drinks hattest du intus? Nein, Mann, ich war kaum angetrunken. Ach komm. Nein, hör mir zu, okay? Sie kam näher und ich schaute sie mir genauer an. Hättest ihre Augen sehen sollen. Ihre Nase, ihr ganzes Gesicht sah aus wie verwest. Sah aus wie eine Leiche. Wie eine wandelnde Leiche, Mann. Klingt nach meiner Frau. Ich habe sowas noch nie gesehen. Kann seit der Nacht nicht mehr schlafen. Okay, beruhig dich, Kumpel. Beruhig dich. Du, hey, du musst stark bleiben. Okay, gib dir drauf nicht Angst nachher. Ja, da hast du ganz recht. Wenn du vor diesen Dingern erstarrst, schlagen sie ihre Zähne in dich. Ich hab gesehen, ach, komm schon. Wurde gerade gut. Rauscht das Radio. Story. Wollte er nicht zu Ende hören? Oh, ich sollte mal schlafen. Okay. Oh je. Ja, immer schön auf die Straße schauen, ne? Nicht ablenken lassen. Es fängt auf jeden Fall schon mal gut an. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Nein. Wie ein guter Film. Was soll ich tun? Was mache ich denn nur? Oh. Wahrscheinlich machst du gleich nicht mehr viel. Also schaut euch mal einfach diese Atmosphäre an, Leute. Also es ist doch irgendwie geil, oder? Man kommt sich irgendwie vor, als wäre man wirklich irgendwo in den USA. Und ein bisschen tanken. Niemand da? Niemand da, außer ein Officer oder was? Komisch. Blutspuren. Zum Shop. Okay.
Es sieht so aus, als ob das Spiel jetzt gerade anfängt und ich jetzt das so in die Hand nehme. Mit diesem Typ hier. Mal ein bisschen schauen, ob man hier irgendetwas. Okay, sprinten so. Ja, mal gucken. Alles klar. Aber hier kann man nichts mitnehmen oder sonst was. Hier ist auch niemand, keine Menschenseele. Cigarettes, Cigarettes. Waked City, okay. Keiner da, die Straße ist leer, kein Auto, keine Menschen, niemand. Okay, sieht schon mal sehr gut aus. Der absolute Albtraum. Aber auf jeden Fall alles sehr stylisch gemacht hier in US-Version. Wir betreten den Shop. Hallo? Irgendjemand da? Sieht nicht so aus, ne? Hier stimmt was nicht. Nee, hier stimmt auf jeden Fall was nicht. Den Laden untersuchen. Wäre jetzt an dieser Stelle eigentlich keine gute Idee, wenn man hier so in der Realität wäre. Würde man wahrscheinlich erstmal die Polizei rufen, aber es ist ja eigentlich schon eine da, ne? Hier stimmt halt irgendwas nicht. Ne? Und man hört auch diese Geräusche im Hintergrund. Und ich bin jetzt unbewaffnet oder wie? Oder habe ich eine Waffe oder habe ich irgendwas? Nee, ich habe gar nichts. Okay, ich bin jetzt einfach irgendein Kunde, der hier herumsaust. Also, atmosphärisch ist es super, das Spiel. Also, es gefällt mir sehr gut. Eine Tür, hier kommt man nicht durch. Okay. Und jetzt hier, ab, warte mal, da ist doch. Ja, da ist dann. Alles in Ordnung? Ist der Officer oder was? Bleiben Sie da. Ich komme zurück. Okay, der hat mit dem Finger hat er da hinten hingezeigt. Das sieht eher so aus, als ob das hier so der Kassierer ist von der Tankstelle. Dann gehen wir mal hier weiter. Na, hat er ja gezeigt, wir sollen da hingehen. Okay, in den Lagerraum hier von der Tankstelle. Ist auf jeden Fall grafisch auch geil gemacht. Also es ist einfach ein Klassiker, sieht man ja schon. Also Resident Evil kann nur gut sein, ja. Das ist. Jetzt erwartet uns gleich eine Überraschung. Das verstehe ich schon. Also unbewaffnet da die Tür aufmachen. Weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Komm runter! Officer soll dich helfen. Zurückbleiben soll nicht näher! Oh Mann. Oh Scheiße. Zum Teufel. Aber da geht's ja ganz schön ab hier. Da ist aber jemand hungrig. Stopp! Und jetzt? Und jetzt? Zielen, feuern? Ich hab doch eine Waffe. Oh Mann. Hab ich ihn getroffen? Nein! Das gibt's doch gar nicht. Und jetzt? Und jetzt? Weg! Wie viele Schüsse braucht er denn? Ich hab gar keine mehr. Sag mal, ich hab doch bestimmt 10 Schüsse abgegeben oder so. Ich hab doch 10 Schüsse abgegeben. Ist ja übel, ey. Also, Leute, Spannung pur gerade, ne? Also, damit habe ich ja jetzt gar nicht gerechnet. Ich habe eher gedacht, der haut jetzt ab von der Tankstelle, aber hab jetzt dann eine Waffe gehabt und hab den hier direkt umgeballert. Also hoffentlich steht er nicht nochmal auf. Also. Gibt's hier irgendwo noch Munition? Hab ich die Waffe noch? Ja, ich hab sie. Aber 000. Ja, ganz toll. Tolle Situation mit 000. Objekt untersuchen. Okay, ich komme hier nicht rein. Okay, zu. Verstanden.
Schränke kann man auch nicht öffnen. Officer ist tot. Ich kann vielleicht so eine Pistolenmunition nehmen, das geht hier auch nicht. Jetzt irre ich hier in diesem Lager herum von der Tankstelle. Und Schlüssel, jawohl. Ich habe einen Schlüssel. Der könnte doch eventuell. Was ist denn das? Inventar öffnen? Okay. Wenn er Bock auf Pizza gehabt. Also jetzt mal Leute, ist doch geil gemacht, oder? Jetzt mal ehrlich, Fisch steht wieder auf. Das kann nicht sein. Steht wieder auf, ich dreh durch, ey. Hau ab! Hau ab! Das ist ja übel, ey. Das ist ja übel, raus hier, raus hier, raus hier. Also, raus da, oder? Hey, was soll denn das? Die Tür ist zu. Wo ist denn der andere Kandidat? Ist einfach da hinten. Da müssen wir die andere Tür benutzen. Ist ja da, haben wir einen. Jetzt einfach die Tür zugeschlossen. Scheiße, ey. Ja, Mann. Hier, benutzen. Raus. Scheiße, ey. Scheiße. Boah. Raus aus dieser Tankstelle, Mann. Raus aus dieser Tankstelle. Ohne Munition, ohne alles. Ja, der Hammer, ey. Okay. Alles gut? Doch noch eine Patrone drin gehabt. Der hat aber nur eine gebraucht. Dank mir später, wenn wir sicher sind. Oh, Scheiße. Ha. Okay. Was jetzt? Das geht. Ab geht's. Ein paar Zombies umfahren. Raccoon City. Ganz schön verseucht. Was soll denn hier vor? Keine Ahnung. Hoffentlich haben die mehr Infos auf der Polizeistation. Warte, du bist Cop? Ja, Leon Kennedy. Und du bist? Claire. Claire Redfield. Wohnst du hier? Nein, ich suche meinen Bruder. Ist auch Cop. Tja, gut, dass wir uns getroffen haben. Ich weiß nicht, was noch auf uns zukommt. Tja, ich ahne, es kommt nichts Gutes auf euch zu. Also es ist auf jeden Fall ein spannendes Game, wie ein guter Film. Wie ein guter Film, den man hier zockt. Ja, es gefällt mir. Auf jeden Fall. Das ist was Gutes hier. Das ist etwas, das ist genau mein Ding. Also bin ich mal gespannt, wohin die beiden hinfahren. Wenn es hier weitergeht. Also auf jeden Fall kann man sich dran gewöhnen. Ja, Resident Evil, ganz gut gesagt. Mastered-Version für die PlayStation. An alle Einwohner, aufgrund des stadtweiten Ausbruchs, wird Ihnen empfohlen, in der Polizeistation von Raccoon City Zuflucht zu suchen. Lebens- und Arzneimittel im Reinbedürftigen kosten. Oh mein Gott, das kann nicht wahr sein. Die Polizeistation ist nicht mehr weit. Die werden mehr wissen. Ja, aber was, wenn wir die Einzigen sind? Wenn es keine überleben? Nein, die Stadt ist groß. Da muss es doch welche geben.
Da bin ich mal gespannt, ob es hier noch normale Menschen gibt oder ob sie alle verseucht sind. Wir müssen wohl zu Fuß gehen. Da geht's ja schon los. Macht ja richtig Spaß auszusteigen. Wohl eher rennen. Ja, gute Idee. Ach, ach du Schande! Ja. Fahren wir mal rückwärts. Da kommt aber auch schon jemand. Ach, der alte Bekannte. Steig aus jetzt! Ich kann nicht! Festhalten! War ja klar. Super. Raus aus der Karre. Aber wenigstens sind die Zombies alle. Ja, Tanklaster. Ja. Claire, alles klar? Ja, mir geht's gut. Okay, was da ist sie ja. Ich hab schon gedacht, hier, die werden noch in Ordnung liegen, aber das kann's ja gar nicht sein. Das ist weg hier, ist nicht sicher! Geh schon weiter! Ich treffe die Feuerstation! Ich komm hin! Weg! Oh. Geh weg! Boah, hau ab einfach, hau ab! Scheiße! Wohin denn jetzt? Okay, dahin. Immer schön dem Licht folgen. Scheiße. Sind alle so. Alle verwandelt. Da lang oder was? Nein. Da komm ich nicht durch. Oh, weg hier. Weg. Nee, es muss eigentlich da lang gehen. Auch wenn da einer auf dem Boden sitzt. Ja, so ganz cool mit der Waffe in der Hand, aber. Oh, da ist einer hinter mir, oder? Nein, oh, ich krieg schon Paranoia hier. Ja, ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Zum Glück haben wir hier niemanden hier auf der Treppe. Von unseren Freunden. Da ist sie. Die Polizeistation. Okay, warum sind wir nicht direkt mit dem Auto davor gefahren? Aber, ach so, weil es nicht geht. Okay. Ja, klar. Ist ja hier alles voll. Voller Autos und voller Zombies. Oh Mann. Tür war offen. Jetzt nicht mehr. Und hoffentlich war Claire schon vor mir drin. Awaken Police. Okay, wir schauen mal, ob wir irgendetwas hier finden können. Ein bisschen Munition wäre nicht schlecht, aber es sieht nicht so aus, als ob hier irgendeiner irgendwas für uns hinterlassen hat. Das ist bei diesem Spiel anscheinend nicht so gemacht. Es ist ja wurscht egal, ist trotzdem ein geiles Spiel. Macht schon Spaß. Okay. Wir gehen mal rein, mal gucken mal, was uns hier erwartet. Ja, wo sind denn die ganzen Menschen? Die normalen? Okay, habe ich zu viel erwartet. Was haben wir hier? Das mache ich jetzt noch nicht. Bin erst gerade gekommen. Ich will erst mal schauen, ob hier irgendjemand ist. Hallo. Ist jemand da hier von Hallo? Euch? Ist irgendjemand hier?
so ein Ding. Okay, hier muss man wieder kombinieren oder irgendwie sowas. Kann ich nichts machen. Ah ja. Speichern? Nee, noch nicht. Sehr gut. Darauf haben wir gewartet. 6 Schuss. Reicht vielleicht gerade mal für einen Zombie oder so, wenn die alle so hartnäckig sind. Was der Computer uns zu bieten hat. Irgendjemand muss doch hier sein. Ja. Ein Haufen Zombies sind hier. Nicht gut. David, Marvin, seid ihr da? Es gibt einen Weg raus. Steht hier drin. Okay. Verstärkung! Ostkorridor! Ostkorridor. Wie auch sollte den Typ suchen. Ja, gute Idee, nur also mit Ostkorridor. Was haben wir hier? Warte mal. Okay, das ist. Bewegen, bestätigen, Objekt zu. Zum Verstauen oder was? Nee, verstauen wollen wir nichts. Haben wir auch nichts. Also die Waffe. Ostkorridor, warte mal. Karte benutzen. Eingangshalle. Raum der Wache. Pausenraum, Eingang, okay. Vernehmungsraum, Beobachtungsraum, Presseraum, Büro. Ja, okay, das ist das Tor, was nicht aufging wahrscheinlich. Hier brauchen wir irgendwas, zugeklebter Kasten. Ja, genau. Oh, da ist auch was. Erste Hilfespray, sehr gut. Ja, sehr gut. Das brauchen wir jetzt noch nicht, aber das werden wir wahrscheinlich auch brauchen. Wir schauen uns jetzt hier nochmal ein bisschen um. Ich meine, das ist ja auch riesig hier, diese Halle. Hier ist verschlossen. Okay, hier kann man auch irgendwas machen. Aber da sind wir jetzt wahrscheinlich noch nicht so weit. Irgendwas wird hier reingesteckt und dann passiert irgendwas mit dieser Statue hier. Würde ich jetzt mal vermuten. Gut. Die Treppen gehen hoch. Okay. Was haben wir hier? Auch irgendwelche Symbole. Okay, können wir auch nichts machen, weil wir keine Ahnung haben. Ist hier noch Türen? Auch verschlossen. Noch eine Tür. Ah, da liegt was. Jawohl. Pistolenmunition. Ja, das hat sich gelohnt. Da haben wir wenigstens ein paar Schüsse. 11. Ja, okay, gut. Sieht so eher aus, als ob man hier nichts mehr machen kann. Da sind wir am Ende vom Korridor angelangt. Was ist das? Nichts. Da liegt nur eine Tür rum. Gehen wir mal die andere Seite untersuchen. Das, da waren wir schon hier an diesem Symbol. Hier scheint es ja keine Menschen zu geben und auch keine Zombies irgendwie momentan, aber bestimmt kommen sie gleich. Okay, Tür, da gehen wir gleich rein und gucken mal gleich hier am Ende, ob noch was ist. Nein, hier ist nichts, okay. Oder, okay, die kann man öffnen, sehr gut. Kraut. Grünes Kraut. Das kommt mir doch irgendwie bekannt vor bei Resident Evil. Gesundheitszustand verbessern und so, genau. Cola kann man sich hier nicht ziehen. Mülltonne ist auch nichts. Interessant.
Dann können wir auch nicht weitermachen, weil wir keine Informationen haben. Stadtbroschüre. Willkommen in Raccoon City. Raccoon City ist nicht nur das Zuhause des Pharma-Riesen Umbrella Corporation, sondern auch eine pulsierende, dynamische Stadt mit einer langen Geschichte. Diesem Führer stellen wir Ihnen eine ungewöhnliche Sehenswürdigkeit unserer Stadt vor. Polizeistation von Raccoon City. Das Gebäude in der Polizei mit in der Stadtmitte war nicht immer eine Polizeistation. In ihm befand sich auch früher ein Kunstmuseum. Zahlreiche Merkmale wie der ungewöhnliche Uhrenturm und die Göttinnenstatue in der Eingangshalle erinnern an diese Zeit. Ah, interessant. Das Waisenhaus. Nur wenige Häuserblocks von der Polizeistation befindet sich ein von der Umbrella Corporation mit Hilfe zahlreicher Spenden von Unternehmen und Bürgern gegründetes Waisenhaus. Das Gebäude ist für seine Buntglasfenster bekannt, das Besucher aus aller Welt anzieht. Interessant. Mehr gibt's nicht zum Blättern. Werden wir wahrscheinlich alles kennenlernen. Okay, da kommen wir jetzt auch nicht weiter. Verschlossen, gut. Ja, das war's dann hier mit den Räumen. Auf dem obersten Stockwerk, oder ich habe irgendwas übersehen. Dann gehen wir mal wieder runter. Wir müssen ja eigentlich diesen Officer suchen, aber da kommen wir ja hier irgendwie gar nicht weit hier oben. Aber da unten war ja die eine Stelle, die ich aufgemacht habe. Die hier, genau. Okay, dann werde ich da hingehen. Da haben wir das Pausenmenü angezeigt. Das sieht ja gar nicht gut aus. Es sieht nicht einladend aus. Und ich würde da eigentlich auch gar nicht reinlaufen wollen. Schaut euch das mal an hier. Guckt euch das mal an. Ein absolutes Desaster. Schön dunkel, damit man nichts sieht. Aus jeder Ecke kann dir irgendeiner an den Hals springen. Ja, die Sicherung fehlt. Okay, diese Geschichten mit der Sicherung. Das kennt man ja auch so aus Resident Evil. Ich habe es auch schon mal irgendwo... Ja, genau, das war, glaube ich, der siebte Teil oder so, da ich in diesem Haus umgeirrt habe und auch irgendwelche Sicherungen gesucht habe. Kann man hier was öffnen? Nein, verschlossen auch. Na, Resident Evil Biohazard, das habe ich auch schon gezockt, Leute. Da war das mit der Sicherung, das fällt mir jetzt ein. Genau, in diesem Haus habe ich nach Sicherung gesucht, damit ich dann irgendwelche Räume beleuchtet habe. Was für ein Geräusch. Kann man hier reinleuchten? Was ist das für ein Raum hier überhaupt? Ah, ich bin jetzt da. Okay, ich bin hier durch. Sicherungskasten. Ja, gut. Büro Ostseite. Die Tür war hier zu. Sehr gut. Ja, Pausen. Nee, was? Presseraum? Beobachtungsraum? Vernehmungsraum? Okay. Büro, Ostseite, gut. Dann gehen wir mal hier weiter und es gibt hier aber auch nichts, was man irgendwie mitnehmen könnte oder so. Oder was aufleuchtet. Hier ist die Tür zugenagelt. Hier gibt es Getränke. Wahrscheinlich jetzt eher nicht mehr. Du schaffst das. Ja, bleibt ja auch nichts anderes übrig, würde ich mal sagen, ne? Ah, es ist geil gemacht. Es gefällt mir auf jeden Fall schon mal gut. Okay. Tür gleich zugegangen hinter mir. Liegt einer auf dem Boden, der ist aber schon fertig. Oder sieht zumindest so aus. Wo sind wir hier? Im Presseraum.
Okay, im Presseraum. So wie es aussieht, kann man aber auch hier nicht irgendwie irgendwo durch. Okay, da ist was an der Wand. Licht. Das ist ja schon mal gut. Und er? Machen wir mit ihm. Er hat Pistolenmunition. Super, 10 Stück. Super. Und es leuchtet noch hier so gut. Schon fast der Meinung, ich könnte hier noch irgendwas finden, aber nee, das machen wir natürlich nicht. Licht soll brennen. Die Sicherung haben wir aber nicht, damit wir die da im Flur austauschen könnten. Okay, hier sind wir, glaube ich, fertig. Ja, gut. Draus geht's. Ah. Halten. Den Schrank zur Seite. Wo sind wir hier? Ah ja, da sind Toiletten. Okay. Ja, super, Toiletten. Mit geheimnisvollen Türen. Ich glaube, sollte man mal eine Waffe bereit halten. Okay, Toilette kommt wieder. Ah. Spray. Hilfespray, sehr gut. Haben wir schon zwei, oder? Wo kann man das sehen? Inventar. Wenn Sie Schaden nehmen, wechselt Ihre Gesundheitsanzeige von gesund zur Warnung und schließlich zur Gefahr. Wenn Sie in Gefahr sind, sollten Sie sich schnell mit einem Kraut oder einem Erste-Hilfe-Spray heilen. Ja genau, Hilfespray habe ich ja zwei und Kraut habe ich auch eins. Gesund bin ich aber noch. Noch. Ich habe aber schon das Gefühl, dass ich die Waffe gleich brauchen werde, weil es ist schon irgendwie seltsam, dass ich noch nicht angegriffen wurde. Hier kann ich auch keine Türen mehr benutzen. Da ist eine Tür, die man eventuell öffnen kann. Büro von der Ostseite, okay. Hydrant. Kann man hier was umschalten? Hier auch irgendwelche Stecker an den Wänden. Also atmosphärisch ist es super hier. Atmosphärisch ist es echt total beeindruckend. Wäre die nächste Tür... Oh. Oh. Oh Gott. Da sind sie alle. Oh. Meine Kollegen. Ja, mit einer Kette versperrt. Kombinieren mit was? Kombinieren nicht, aber ich kann ja mal einen Schuss abgeben. Sieht aber nicht so aus, als ob das was bringen würde. Nein, das bringt nichts. Das muss irgendwie anders gehen. Also kommen wir hier durch diese Tür auch nicht durch. Gut. Aufmachen! Schnell! Aufmachen! Mach die verdammte Tür auf! Tür? Diese hier, was? Die Tür? Geht doch gar nicht. Oder da ist noch ein Tier. Wo ist denn der Typ? Aha, hier, okay. Ich hol sie raus!
Bitte! Geben Sie mir die Hand! Ich hab sie! Das ist doch dieser Typ vom Computer! Oh mein! Übel! Du Scheiße! Übel! Ich würde mal das Rolltor wieder runterlassen oder sonst was. Also, ja, heftig. Er hat ein Notizbuch noch in der Hand gehabt. Schaut euch das mal an. Kommt uns das jetzt irgendwie bekannt vor? Natürlich. Diese drei, diese Statue, die war doch da vorne in der Polizeihalle und mit diesen drei Löchern, wo doch irgendwas reingelegt werden muss. Das sieht eher nach so einem Geheimgang aus. Ja, und wenn ich mir das anschaue, dann sind das doch die Symbole von dieser anderen Statue, die da oben ist, am ersten Stock. Wie so ein Casinoautomat aussieht. Ja, interessant. Zur Eingangshalle zurückkehren. Okay, dann machen wir das jetzt auch. Was ist denn hier los? Oder schieß doch! Oh Mann! Ah, Treffen muss man ja kennen, ne? Mal gleich mal meine ganze Munition verballern. Boah, Scheiße! Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier! Weg! Weg! Weg hier! Was? Scheiße! Die sind überall! Weg! Oh, Scheiße! Scheiße! Weg, 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 weg! Ja, geh doch, beeil dich! Ja, ich hab's euch gesagt, also, Pass auf! Verstanden! Du bist sicher. Fürs Erste. Danke. Marvin Brenner. Leon Kennedy. Da war noch ein Officer. Ich konnte nicht... Hier. Den konnten wir leider nicht retten. Du hast sicher getan, was du konntest, Leon. Weiß irgendjemand, was das verursacht hat? Keine Ahnung. Aber ganz ehrlich, es reicht, wenn du weißt, dass du mit Haut und Haar gefressen wirst, wenn du nicht aufpasst. Ja, ich sollte letzte Woche anfangen, aber dann hieß es, bleib weg. Wünschte, ich wäre früher gekommen. Du bist jetzt hier, Leon, und das ist wichtig. Okay, Lieutenant. Ich bin soweit. Hoffentlich findest du einen Weg raus aus der Station. Der Officer, den du getroffen hast, Elliot. Er dachte, dieser Geheimgang wäre der Weg hier raus. Jetzt sind wir hier angekommen, jetzt müssen wir hier schon wieder raus. Sie kommen ins Krankenhaus. Nein, nein, ich bin nicht die Priorität hier. Lieutenant, ich werde Sie nicht einfach hier lassen. Das ist ein Befehl, Rekrut! Du rettest dich selbst zuerst! Ich käme mit dir, aber ich halte dich nur auf. Hier. Du brauchst das. Ich kann das nicht. Stopp! Und mach nicht meinen Fehler. Wenn du eins von den Dingern siehst, Uniform oder nicht, darfst du nicht zögern. Du erledigst es. Oder rennst. Klar? Ja, Sir. Er ist erwischt worden. Aber wohl einer... In Uniform und wahrscheinlich hat er dann geglaubt, das wäre noch ein normaler Mensch. War aber schon Zombie. L1, R2 Schlitzen. Okay, gut. Das kriegen wir gerade noch so hin. Nebenwaffe. Drei Medaillons finden. Was für Medaillons? Ach so, für diesen Duschgang.
Pistole haben wir auch noch. Ein bisschen nachladen. Achso, das heißt, man muss immer L1 gedrückt halten und dann... Das ist das hier. Da kommen die Medaillons rein, aber die haben wir ja noch nicht. Das war ja die Tür, die verschlossen war, ne? Das hier könnte man doch jetzt mit dem Messer eigentlich bearbeiten, oder? Ja, genau, jetzt geht das. So hatte ich mir meinen ersten Tag nicht vorgestellt. Da guckst du, Junge, ne? Du hast gedacht, du kommst erstmal ins Büro, trinkst erstmal einen Kaffee, plauderst mit den ganzen Kolleginnen, machst hier einen auf locker, guckst dir mal so ein paar Aufträge an, fährst ein bisschen spazieren mit deinem Jeep. Alles ganz anders gekommen hier, ne? Ja, Leute. Also für den Anfang macht mir das schon mal sehr viel Spaß hier. Das ist so ein typisches Ami-Horrorspiel und Actionspiel. Und die Atmosphäre ist einfach, obwohl das Spiel schon eine Remastered-Version ist und so alt ist, ist es hier irgendwie von der Atmosphäre her, macht es total viel Spaß. Also das ist für mich persönlich jetzt kein Vergleich zum God of War. Also God of War war auch nicht mein Ding. Das habt ihr wahrscheinlich auch schon an den ganzen Gameplays gemerkt, dass ich da nur genervt war und auch nicht so die Freude hatte. Das ist hier irgendwie ganz anders. Das ist hier schon so wie so ein guter Film, den man hier spielt. Ja, aber ich denke, wir werden jetzt mal hier gucken. Das war doch hier... Speichern. Inhalte werden gespeichert. Also eigentlich gibt es da auch ein automatisches Speichern, bin ich ja fast der Meinung. Aber gut, wir machen das jetzt hier trotzdem an der Stelle, weil wir gerade hier an der Schreibmaschine sind. Ja, Leute, und beim nächsten Mal... Schauen wir uns mal, also ins Büro sind wir nicht reingekommen, okay, da hatten wir keine Türen, die waren zu, da war auch zu. Da hinten, die anderen Räume konnten wir ja nicht rein, weil wir da wahrscheinlich irgendwo anders durchkommen. Ja, jetzt haben wir aber hier die nächste, gut, genau, da war ein Sicherungskasten, okay. Jetzt haben wir hier die nächste geöffnete Tür und da werden wir auf jeden Fall beim nächsten Mal vorbeischauen und das werden wir da an der Stelle weitermachen. Ja. Ich freue mich, dass ihr wieder mit mir hier dabei wart und dass ihr die Erlebnisse hier geteilt habt hier mit diesem Spiel. Und ich hoffe, es hat euch auch gefallen, so wie es mir auch gefallen hat. Und dann würde ich mich natürlich auch über einen Daumen hoch freuen und abonniert den Kanal, damit ihr hier auch die weiteren Plays nicht verpasst. Und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Gameplay wieder. Ich bedanke mich bei euch und wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Play dann. Macht's gut, ciao, bye bye.